Ja, wie ein Casting. Du lädst alle Bands ein, die in Frage kommen, hörst dir die Musik an und die, die dir am besten gefällt, die nimmst du. Ich habe aber eigentlich schon eine Band und ich glaube, die sind ganz gut. Du glaubst, Schätzchen, du heiratest nur einmal. Konzentrier dich. Hallo. Hey. Hallo. Ich dachte, du wolltest noch mit Konstantin um die Häuser ziehen. Ja, eigentlich, aber Charlie hat angerufen und hat ein paar super Ideen für unsere Hochzeitsfeier. Ja, das wollte sich dein Zukünftiger nicht entgehen lassen. Also, was ich sagen wollte, mein Bekannter hat eine exklusive Künstleragentur. Und soweit ich weiß, hat er einige namhafte Bands unter Vertrag. Echt? Ja, es wäre super, wenn du da mal einen Kontakt herstellen könntest. Ja, deshalb erzähle ich es dir, ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Big Band zu engagieren. Aha, die können okay. Super Musical-Songs für Christian spielen, wir können richtig abtanzen. Seit einer Stunde geht das schon so. Also, wenn du bei der Planung deiner Hochzeit noch ein Wörtchen mitreden möchtest, solltest du dich beeilen. Charlie und Olli haben alles fest im Griff. Also, tschüss, ihr beiden. Tschüss. Okay, die Band haben wir dann erstmal. Ja. Dann okay. Fehlen nur noch Location und Catering. Ja. Ach, da habe ich eigentlich was gemacht. Du, halt dich mal fest. Charlie hat uns ein unglaubliches Angebot gemacht. Ihr könnt alles im Schneiders ausrichten. Ist das nicht der Hammer? Ja. Schneiders. Ihr müsst mir nur rechtzeitig den Termin sagen, also möglichst bald. Dann mache ich den Laden dicht und dann gibt es geschlossene Gesellschaft. Ah, Charlie, du bist einfach der Beste. Guck mal hier. Wir haben uns auch schon ein paar Gedanken zum Menü gemacht. Lies mal. Ja. Können wir aber auch noch mal verwerfen. Aber zum Menü haben wir jetzt auch schon ein paar Gedanken. Frühlingszwiebeln in Grauburgunder gekocht, Krabbencocktail mit Avocadosalz. Klingt toll, oder? Nur noch. Du, warum machen wir nicht 7 Gänge und laden dazu ganz Düsseldorf ein? Müssen wir gucken, müsste man anprobieren, weiß ich nicht. Es muss ja nicht das Schneiders sein. Das war nur ein Vorschlag, aber. Wenn wir wirklich was richtig Besonderes wollen, dann dürfen wir einfach keine Zeit verlieren. Weißt du, das ist total wichtig, dass wir jetzt von Anfang an loslegen und uns darauf. Au! Wir sind schon weg. Doch, lasst euch nicht stören. Also, wenn wir eine richtig coole Location wollen, dann ist es einfach super wichtig, dass wir jetzt die Angebote einholen. Weil die sind doch alle schon monatelang im Voraus ausgebucht. Also. Du darfst auch aussuchen, versprochen. Warte mal, wobei, da fällt mir gerade was ein. So ein Restaurant unten am Rhein. Passen um die 150 bis 200 Leute rein. Wie heißt das noch mal? Olli, kann ich jetzt auch mal was sagen? Können wir das nicht einfach sein lassen? Was sein lassen? Heiraten? Nein, wir heiraten auf jeden Fall. Ich meine nur das Ganze drumherum. Mit den Hunderten von Gästen, 20-Gänge-Menü, Anmieten des Olympiastadions. Ich weiß ja, wie wichtig dir das ist, aber ich will das nicht. Oh. Können wir nicht einfach wegfahren und alleine heiraten? Ohne Freunde, Bekannte, Familie, ohne das Ganze drumherum, nur wir zwei. Sehr witzig. Ich meine das komplett ernst. Nach Paris, Prag, Amsterdam. Stell dir das doch einfach mal vor. Die Grachten bei Nacht, das Licht schimmert auf dem Wasser. Wir beide haben gerade Ja gesagt. Sitzen im kleinen Restaurant direkt am Wasser. Champagner. Eine kleine Torte. Kerzenlicht. Nur wir zwei. Wieso sagst du nicht gleich das? Du die perfekte Hochzeit schon geplant hast. Im Moment schaufel ich mir nur noch Wissen rein. Pferde und ihr vegetatives Nervensystem, Pferde und ihre Verhaltensmerkmale, Pachtgesetze. Pachtgesetze? Ich denke, du wärst Pferdewirt. Ja, aber die müssen sich anscheinend auch mit Pachtgesetzen auskennen. Leider. Ich halte die Daumen. Hopp, hopp, die Herrschaft bewachten. Christian, hey. Morgen, Frau Linse. Guten Morgen. Kann ich unten frühstücken? Gerne. Gut, dass ich dich hier treffe. Ich wollte dich nämlich sowieso noch anrufen. Wieso? Was ist denn? Dein Hochzeitsanzug, das ist. Ich habe doch Olli versprochen, dass ich eure Hochzeitsanzüge entwerfe. Oben liegen meine ganzen Skizzen, die muss ich dir gleich mal zeigen. Am besten gefällt mir ein Entwurf im 80er Retro-Stil, extrem cool. Und dann hätte ich für euch noch was im Partnerlook anzubieten. Ich müsste dich erstmal ausmessen. Ich hole mal mein Maßband, dann können wir loslegen. Das brauchst du nicht. Wieso denn nicht?
Naja, weil wir keine Anzüge mehr brauchen. Aber trotzdem, danke. Sehr lieb von dir. Ja, ihr frisch gleichgeschlechtlich Verpaarten, wie war's? Einfach fantastisch. Die Stadt, das Hotel. Das Hotelbett wahrscheinlich. Genau, wie war die Hochzeitsnacht? Meine Lippen sind versiegelt. Ja, aber wie war denn jetzt euer großer Tag? Erzähl doch mal. Wir haben uns ein Boot gemietet und dem Abendrot Ja gesagt. Oh. Und danach haben wir in einem klitzekleinen Restaurant gesessen, Bier getrunken und uns mit einer winzig kleinen Hochzeitstorte gefüttert. Ich bin Christian so dankbar, dass er mich davon abgehalten hat, die Hochzeit als Mega-Event zu feiern. Schöner als jetzt echt nie sein kann. Oh, hör auf, ich muss gleich heulen. Ja, auf euch. Auf euch. Und jetzt schaut euch das mal an. Oh, ist ja schön. Was ist für euch, Christian? Christian? Hast du geschlafen? Nein, ich habe nur ein bisschen gedöst. Sorry, du willst bestimmt allein sein. Weil du traurig bist. Warum sollte ich traurig sein? Christian, ich bin doch nicht doof. Was ist denn passiert zwischen Olli und ihr? Habt ihr euch geschritten, oder? Hab ich irgendwas verpasst? Die Hochzeit fällt ins Wasser? Keine Anzüge? Also, wenn ich irgendwas tun kann, ich kann auch noch mal mit Olli reden. Rebecca, wir haben uns nicht getrennt. Nein? Nein, ganz im Gegenteil, wir werden heiraten. Und das ist auch gut so. Habe ich mir aber anders vorgestellt, Olli. Ich weiß, aber jetzt ist es so. Auch wenn für dich eine Welt zusammenbricht. Och, Charlie, komm schon. Ich weiß, es ist eure Entscheidung, aber Olli, ich habe mich doch so gefreut. Christian will halt allein mit mir sein, wenn wir heiraten. Ohne dein geliebtes Tantchen. Das wird schön traurig. Wir werden es überleben. Du auch. Ach, komm schon, Charlie, was soll ich denn machen? Christian wünscht sich nun mal so eine ruhige Hochzeit. Ja, was wünschst du dir denn? Eben, ich kenne dich doch. Du würdest doch am liebsten all deine Freunde um dich haben. Es würde gegessen und getrunken und geplaudert und getanzt bis in die Nacht. Die tollste Party eures Lebens. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Stimmung da wäre. Ach komm, Charlie, hör auf. Deine Ausführungen waren schon bildlich genug. Na, Hermann? Hallo. Herr Sabel? Gut, dass du noch mal da bist. Ich glaube, wir müssen reden. Worüber? Also, ich weiß, dass du deine ganz eigenen Vorstellungen von unserer Hochzeit hast. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer auf mich, aber Christian, wir müssen einfach eine große Party schmeißen. Mit allem Drum und Dran und allen Leuten, die wir kennen. Das habe ich mir immer gewünscht. Komm, bitte, sag ja.